Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Willkommen zurück zu einer neuen super fetten Folge The Forest mit einem Mann, der so fett ist, dass er hier alles niedertrampelt. Kreis, rette mich. Da ist dein dicker Cousin. Mach ihn tot, den fetten Mann. Ich hab Angst vor dem. Oh, ich hab Pfeile in seinen großen, riesigen, schwabbeligen... In seinen Schwabbelriemen. Oh! Alter, wo ist er hin? Er ist mich umgerannt. Er ist eben gerade den Baum hochgeschwabbelt. Krokodok ist auch da. Oh, verdammt, wir werden sowas von sterben. Mach mal das Krokodil hier tot. Das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Alter, was zur Hölle? Das Krokodil ist in 1000 Stücke zersprungen. Diese kranke Sau. Krokodok, nein. Splash, er hat Big Splash gemacht. Alter, es war ein Finisher-Move. Es war ein Fatality, kann mir keiner erzählen. Ist er ist down. Ja, er ist down. Das ist ein Krokodil. Ein Krokodil, das Rache will. Warte, erst das Krokodil töten noch. Dann können wir ihn looten. Brauch mal eine Pfeile. Ist tot. Krokodil ist tot. Alter, ach, was ist da gerade zu zermatscht? Heilige Scheiße, der ist voll aufs Krokodil gesprungen und das Krokodil ist in alle Richtungen zerfetzt. Willst du seine Haut? Ja klar. 3, 2, 1, go. Weißt du, das kommt davon. An seinem Arsch, ne? Also der kommt davon, wenn man hier rumfarmt, Alter. Weißt du, Kies hat gesagt, lass uns noch aufnehmen, wie man den alten Waschbären erlegt. Den alten Waschbären? Wir haben den einzigen zweiten Waschbären gefunden, den es gibt. Ja, und das war purer Zufall. Das war wirklich purer Zufall. Wir wollten eigentlich noch die Rehfelle holen. Ich wollte gerade in den Wald kacken. Ja, und wir haben nicht gewusst, dass Kreiscode Waschbär anlockt. Wir wussten es nicht. Nee, irgendwie kaum war hinten ein bisschen die Bäckchen gespreizt, ne, kam der Waschbär. Ich krieg den Kopf hier nicht runter, weil den will ich jetzt schon haben, so eine Fettwanz-Trophäe. Ich hau da voll rein in den Klumpen. Oh, Entschuldigung. Ich hab da aus Versehen. Hau du mal ran, vielleicht geht's bei dir besser. Ich krieg da einfach nichts runter. Oh, ich glaube, da ist er ab. Ja, da liegt er. Gott, ist das ekelhaft. Das ist eigentlich so ein bisschen... Es hängt an deinem Arsch. Es hängt an deinem Arsch, wie es aussieht. Du hast so voll den Hintern Schutz. Du kannst doch einen Krokodilkopf holen. Alter, guck dir mal die Augen von dem Krokodil an. Oh, ist das krank. Die sind milchig, ey. Das sind echt milchige Augen, oder? Sehr milchig. Ey, der will nein, aber du musst hier. E drücken. Er schlägt auf die arme Leiche ein. Ach so, Du musst doch einfach nur E drücken. Er prügelt auf dieses arme, total gefolterte, aber was ist denn da Krokodil. Vorhin so explodiert, Alter? Ja, als der ist auf ein kam. Zweites Krokodil gesprungen. Und das Krokodil ist in 1000 Teile zerfetzt. Das ist ja keine Chance, ne? Das Krokodil hat... Das Krokodil willst du ja bestimmt hier ans Haus hängen. Das ans Haus, ja. Es gibt Regeln. Ja, wir haben ein bisschen aufgerüstet hier in den letzten 2 Stunden. Es gibt Regeln bei meinen Kopfdingern. Ja klar, da ist ein System dahinter. Wenn du das nicht verstehst, kann ich dir nicht helfen. Ich habe die Regeln ja nicht gemacht. Das sind Waldregeln. Da halten sich alle Forest-Spieler. Ich kenne leider deine Kopfregeln nicht. Hast ich muss schon erstmal, nee, ich muss erstmal hier... Wo kommen fette Männer hin? Muss ich erstmal jetzt den Spot finden. Der Pfosten für die fetten Männer, ey. Na, fangen wir mal unten an. Dick fängt unten an, wegen der Schwerkraft. So, hier kommen also die Fetten hin. Bumm. Das geht dann halt irgendwann hier so hoch. Dann haben wir eine ganze Reihe Fett, eine ganze Reihe Vagina und halt eine ganze Reihe Babys. Guck dir mal die Babywand an, die ist schon verstörend. Ja, ich leuchte sie mal ein bisschen aus. Ist schon krank, oder? Nett. Das hat auch nicht jeder. Also der große, bärtige Big G hat das bestimmt nicht. Er hat vielleicht irgend so eine super krasse Cheat-Hütte, aber nicht sowas. Wir hatten auch nur Glück, dass die Rehe die ganze Zeit aus irgendeinem Grund an derselben Stelle gespawnt sind. Das ist aber dann das Problem des Spiels. Okay, das ist kein Cheaten, das ist Feature. Das ist ein Feature. Using. Das ist ein Feature-Using. Ja, okay, so. Was willst du jetzt machen, ne? Ich hab hier mal eine Plattform hingesetzt. Hier. Einfach und so, für was Überblick, oder was? Was ich geil finden würde, wäre, wenn wir das jetzt noch irgendwie verbinden würden. Weißt du, so das da oben mit dem da unten. Seilrutschenmäßig oder Hängebrücke. Egal, bin ich für alles offen. Aber es wäre doch voll geil, wenn wir dann so einfach runtersliden könnten. Wäre geil, ja. Aber wie baue ich denn so eine Hängebrücke überhaupt hier hin? Du hast Durst, find etwas zu trinken. Hier ist eine nackte, total blutverschmierte Frau. Ich will etwas zu fressen. Wo ist sie denn? Weißt du, was auch voll gut wäre? Ein Katana.
Wo ist die Würde Frau? Ich jetzt mal behaupten. Na, keine Ahnung, hier, direkt bei der Schildkröte. Ach, warum knarzen das hier oben so merkwürdig, als würde es gleich zusammenkrachen? Gedodged. Und dann müssen wir mal gucken, wie das mit den Fallen alles geht. Ich meine, wir haben jetzt nur so eine Probefalle. Soll ich sie abfackeln? Ja, klar. Kannst du das nicht so liegen lassen. Okay. Das stinkt ja dann auch. Das wehst uns ja hier alles voll. Geht ja nicht. So, wie baue ich eine Seilrutsche? Wie geht das? Kletterseil. Nee, Baumseilrutsche. Ja, da musst du schon eine richtige Rutsche bauen. Ja, aber wie? Ich sehe das Ding ja nicht. Ich weiß nicht, wo das connected. Hier am Baum ja schon mal nicht. Das ist jetzt wieder irgend so eine Wissenschaft wahrscheinlich. Ein Kran. Ich meine, wo? Für was baut man denn einen Kran? Ja, damit man wahrscheinlich Sachen auf den Berg kriegt. Ja, aber warum sollte man oben auf dem Berg hausen wollen? Ja, oder in den Bäumen halt, ne? Du kannst ja so eine ganze Baumstadt bauen, theoretisch. Nee, ich hätte ja gerne Baumstadt. Das wäre meine Idee. Die Baumstadt. Aber ich kann hier oben auch nichts verbinden. Ich weiß nicht, wie ich jetzt zum Beispiel eine Hängebrücke mit dem Baumhaus hier verbinde. Da habe ich keine Ahnung von. Was, wenn ich hier runterspringe, tut das weh? Oh Gott, ich bin fast tot. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wie verbinde ich zum Beispiel jetzt eine Hängebrücke hiermit, dass sich das irgendwie connected? Hier geht's. Ah, warte. Hier geht's. Kann ich das dann hier so... Ja, gut. Ich kann es aber nicht ehen. Haben wir noch Aloe Vera irgendwo? Ah. Eine schöne Gesundheitsmischung hergestellt. Bin mich nicht mehr auf Tabletten angewiesen. Ich kann es nicht ehen. Hier. Geht nicht. Ich habe zwar hier alles green, aber ich habe keine Connection. Hm. Ja, dann connecte doch hier unten. Ja, habe ich ja eben. Aber ich kann oben nicht connecten. Guck, hier sind auch so Haken, aber hier ist irgendwie nicht so ein Anlegepunkt. Irgendwas knurrt mich hier an. Ja, unter uns sind schon wieder Wilde, die sagen, hey, baut ihr da irgendwie eine Spaßhütte? Ja, machen wir. Ja, nee. Ja. Aber nicht während unserer Schicht. Oh Gott, es sind richtig viele wieder. Und ich bin fast tot. Ich muss mir erstmal so eine Pille rein dudeln. Und dann brauche ich auch dieses gute Getrocknete. Mama Keys, gutes getrocknetes Jerk. Mmh. Oh, ist das ledrig. Was hat er denn für eine Space-Brille auf hier? Wie wär's, wenn wir uns einen Katana holen? Ich will mal hier einen in die Falle locken, die ich gebaut habe hier drüben. Lock mal jemanden zu meiner Falle. Lock sie zu meiner Falle. Da muss doch mal einer reinrennen. Hauen die jetzt ab? Haben die jetzt Schiss, weil wir eine Falle haben? Ja, anscheinend schon. Ihr seid feige. Oh, die waren in unserer Hütte oben. Mit ihren schmuddeligen Mundfingern. Oh, nein, hoffentlich hat da keiner in die Ecke gekackt, wie beim letzten Mal. Komm schon, die hat riesige Euter. Ich will ein bisschen Mamamilch. Mamamilch, ja. Die schmeckt so gut. Er ist voll durch die Falle gerannt. Ja, ich glaube, die müssen so frontal drauf. Komm, geh da mal frontal in die Falle rein. Ey, Fallen sind ja voll unnötig. Ich will die barbusige Tussi in den Fallen. Komm, renn in so eine Falle rein. Jetzt. Ey, die sind so intelligent, die wissen das. Jetzt die hauen unser Fleisch kaputt. Die haben unser ganzes Fleisch weggefressen. Die kranken Wichser. Die haben unser Fleisch gegessen. Die haben alles. Unsere ihr Ärsche. Alter. Ihr werden abgefackelt. Aus euch mache ich neues Fleisch. Guck mal, die haben sogar die Hütte und alles demoliert. Was für Ärsche sind das denn, bitteschön? Ja, die wollen uns nicht in ihrer Nachbarschaft. Ne, irgendwie nicht. Dabei sind wir doch voll die Guten. Also, guck mal. Wir alles reparieren. Wir haben jetzt einen Schneeanzug gebaut. Das heißt, wir können jetzt entweder holen wir uns jetzt eine Flare. Ne, wir gehen jetzt hoch zum Schmockpit.
Muss ich wieder neues Fleisch aufhängen? Ich würde ja gerne hier so eine Verbindungseinheit machen. Weißt du, so von Baum zu Baum war jetzt so meine Idee. Oh, warte mal, ich habe hier ein Gammelfleisch, das darf ich nicht. Weiß ich mal hier unten irgendwo hin, dann können die Raben es essen. Ich baue jetzt hier noch eine weitere Platte und guck mal, ob ich die verbinden kann. Wenn Sie wollen, können Sie mir helfen. Wie, wo willst du noch eine Platte bauen? Ja, hier. Hier. Ich baue jetzt da mal noch eine hin und werde jetzt einfach probieren, ob ich das verbinden kann. Dazu nehme ich meine gute alte Kettensäge. Und sehe ich einfach noch die dünnen Bäume weg. Ja, nur Holz. Nur Holz. Wir haben ja noch was im Lager, auch ein bisschen. Ja. Geht der Schlitten noch da oben rum? Ja. Da war doch auch noch was drauf. Gib mir mal einen fetten Brocken. Ein fetter Brocken macht mich glücklich. Ne, da war einer drauf und das habe ich eben gerade verwendet. Hier lag auch noch irgendwo einer rum. Da. Ich habe jetzt eh eingestellt, dass Bäume nachwachsen. Ja gut, sind ja schon ein paar hier. Ja, sonst sieht's ja halt so deprimierend aus irgendwann. Das wäre in so einer Wüste. Einer Wüste des Elends. Und niemand will in dieser Wüste sein, oder? Willst du in so einer Elendswüste sein? Ach, mir ist es egal. Hauptsache, ich habe eine Hütte, ne? Ja, du bist ja auch jemand, den kann man sehr leicht zufriedenstellen. Aber ich? Ja. Ich bin ein Mann, der Kultur genießt, weißt du? Ja, ja. Kultur. Hier geht's. Guck, die kannst du verbinden. Bumm. Jetzt könnten wir hier so ein... Mit 22 Stämmen könnten wir jetzt hier so ein, eine Spaßbrücke hätten wir dann. Eine schöne kleine Spaßbrücke. Wo sägt er denn? Hier oben, aber irgendwie sägt er nicht mehr gescheit. Blatt kaputt oder was? Ja, keine Ahnung. Jetzt doppelgesägt. Oh, ich hab hier den... Oh, naja, der Schlitten rollt irgendwie einen Berg wieder halb runter. Ja, das lohnt sich ja nicht, oder? Ich meine, sind wir nicht schnell hier? Aber hier finde ich es irgendwie geil, dass mal das Ganze so mit System funktioniert. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel zwei Baumhälften dran machst, dann bekommst du auch wirklich zwei Baumhälften dran, weißt du so? Also nicht, dass man irgendwie denkt, hä, wie verschwendet ihr das Holz? Ach so, dass ein Baum zwei genau, Dinger ergibt. Genau. Mal ja, ganz wie kann nett. Ich denn an der Spaßbrücke bauen? Ja, einfach ran. Und Spaßbrücke. Jetzt können wir ja unten noch ein bisschen was aus dem Lager lupfen. Stundenlang gesammelt. Die Spaßbrücke. Und alles ist irgendwie auch in Sekunden weg, ne? Ja. Du brauchst eine Stunde, und ist immer um noch nicht es zu sammeln. Fertig. Und 10 Sekunden später ist es weg. Ja. Und es ist weg. Und es ist weg. Wir nehmen hier Geld, legen es in Aktienfonds. Die Bäume hier sind zu dünn. Werden die irgendwann noch dick? Weil der kam ja aus dem Nichts, ne? Der war ja auf der einmal kam dick. Einfach, auf einmal stand ja da der dicke Baum. Auf einmal war er sehr, sehr, sehr stämmig und eichig. Ja. Hier könnte man dann den zweiten Verbindungsbaum bauen. Dann hätte man halt hier so ein System. Weißt du, was richtig geil wäre? Wenn man an die Brücke unten drunter irgendwie so schwingende Köpfe hängen könnte. Glaub mir, wären da überall schwingende Köpfe. Ich finde, in dem Spiel muss es mehr Kopffeature geben. Mehr Kopffeature, schwingende, baumelnde. Du wünschst dir halt hier so eine. Du wünschst dir die Cockphysics und ich wünsche mir. Die Kopffysics. Weil du sagst ja immer, jedes Spiel, das eine ausgereifte Cockphysik hat, ist gut. Ist ja dein Motto. So, wie viele Stämme brauchen wir denn noch? Weiß nicht. Du bist Brücke unten, ich mach oben noch die zweite Station. Dann hol ich mal hier so einen dünnen. So einen dünner ja, Baum, mach die dünnen weg. Irgendwie entwickeln sich dünne Bäume auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie dick werden. Die weiß müssen nicht, da schon irgendwie weg. Und Stufe 3, Sexbaum. Liebesschaukelbaum. Dies baut sich hier so eine Liebesschaukel, damit er Gefangene nehmen kann. Ja, natürlich, klar. Da kommt jeder rein ins Liebesglück. Einen brauche ich noch. Wir
Wir bauen uns hier mega die krassen Sachen auf. Du baust dann noch eine Plattform. Ja, weil wir dann hier so schön hoch wandern können. Haben wir verschiedene Stationen, die wir bereisen können. Oh, guck mal, jetzt so, ist es fertig. Das Ding ist fertig. Guck mal, von hier aus kommen wir rein theoretisch auch dann auf die Hütte. Okay, also Jump und dann sind wir auch hier. Und von hier aus kannst du aber dann auch auf das hier. Alter, connected, Mann. Connected. Und nachts leuchten dann hier die Fackeln und brennende Schädel. Die Schädel brennen ja immer, ne? Die hören ja nie auf. Und irgendwann kommt so ein Fettsack und... rammt den Baum weg, ja. Das ja, wissen ja. wir. Oh, jetzt kommt da noch eine Verbindung da oben hin. Dann sind wir... King of the... Was ist mit dem da? Der ist irgendwie im Weg. Oh, ich weiß der nicht, muss weg. Ein tragender Baum ist. Nee. Das ist kein tragender Baum. Noch einen ran da oben. So, jetzt brauchen wir die nächste Brückenverbindung. Ja, bitteschön. 11 Bäume. Ich hab noch 9. 2 gesammelt. Und dann kannst du eigentlich wieder loslegen, unten das Gestell voll zu machen, ne? Das ist dann deine Wochenaufgabe. Ja, schön. Schön. Ja, du hast doch Zeit. Da liegt doch noch einer im Wald rum, hier so ein Stamm. Kann eigentlich die Hasenfellrüstung kaputt gehen und wir müssen sie neu machen, oder diese Winterfellrüstung? Es kann gut möglich sein, dass sie kaputt gehen kann. Was haben wir denn da? 5. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was. Wir sind ja aber auch irgendwie in so einem Schildkrötennest, ne? So. Ja, irgendwie Babys und Schildkröten. Anscheinend gehen diese Kreaturen Hand in Hand. Du kennst auch die Geschichte vom Neugeborenen und der Schildkröte, oder? Die Geschichte? Alter, wie viele Stämme kommen denn da raus? Was? War das so ein Superbaum? Alter, da kam ja auch nicht Stämme. Der legendäre Duplizierungsbaum? Der legendäre? Hab ich mich gerade schon, war gerade schon mal irgendwie. So, fertig. Ah, einen haben wir ja noch. Einen dicken Riemen. Ja, das können wir jetzt ein Naturholz-Dildo mache ich daraus. Das ist auch schön, ne? Verkaufen sie bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, echt jetzt? Ja. Ja. Familienfreundlich ist. Dildo. Ist es ja auch. Mama, was verkaufen die da? Holzwerkzeug. Hat die wirklich gefragt, was verkaufen die da? Nein. Voll witzig. Noch interessiert es meine Tochter nicht, was sie verkauft. Ah, ich hoffe, ich krieg einen Sohn. Ich bleib lieber bei dem Jungen. Ja, aber dem sage ich dann, ach Junge, das brauchst du nicht. Du hast deine eigene, ja. Du hast deine eigene Tour-Eiche in der Hose. Wenn du nach deinem Dad kommst. Ja. Mann, ist das ein Lörres. Mann, ist das ein wunderschöner Strohhalm, ey. Mit Knick vorne drin. So. Ja, der kommt aber dafür an die Erregungszonen der Frau. Was ist der Unterschied zwischen einer Macaroni und einer Spaghetti? Das zeige ich dir. Da stell dich mal vor den Spiegel, ich erkläre dir das. Boah, ist erstmal noch ein gutes Trockenes hier drüben, weißt du? Alles kaputt. Alles kaputt. So, jetzt ziehe ich hier meine Mutantenrüstung an. Ich geht es das ekelhaft mit dem Bambi-Auge da unten, wenn du nach unten guckst. Bah! Achso, die Winterfell. Ja, wir gehen jetzt Rüstung. Hoch. Wir gehen jetzt hoch, oder Operation was? Operation Snowflake, dachte ich, kommt jetzt. Operation Schneeflocke. So, okay, alles klar. Da oben rennen schon wieder Mutants. Man-Mutants. Man-Mutants. Sag ja, die wollen in unsere Bäume. Ja, aber ich bin bereit. Komm mal hier. Alter. Flamethrower. Ja, Man-Mutant versus Flamethrower. Guck mal hier, eine Schildkröte. Und? Boom, Alter, wie sie leidet. Die ist direkt tot. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab einen Feuerpfeil jetzt. Wo willst du hin? Warte, ich wasch mich nur kurz. Ich bin nämlich ganz blutverschmuddelt. So, jetzt geht's wieder. Gut. Wenn mir kalt wird, kann ich mich auch anzünden. Wahlweise. Ich geh erstmal speichern, ey. Ich geh erstmal speichern. Ja, stimmt. Jetzt haben wir hier so eine... Wir haben so viel erreicht. System der Unnötigkeit gebaut. Ja. Haben die viele unnötige Dinge gebaut, die beiden. Willst du also jetzt die Mission starten? Oder ja. Sagst du... Nee, wir gehen jetzt da ganz kurz hoch. Jetzt haben wir schon so ein Ding, jetzt will ich auch mal ganz kurz da oben... in eisigen Höhen am Zipfel rumspielen.
Nicht, dass sie wieder unser Fleisch klauen, während wir unterwegs sind. Ja, das werden sie so oder so. Sehr kleine Beefy-Diebe. Schön, meine abgehangene Rauch-Beefy. Ja. Ich glaube, wir müssen hier hoch und dann rechts, oder nicht? Hier? Ne, es geht so oder so hier hoch. Ja, aber hier bist du halt direkt dann auf dem Mountain und hast ein bisschen Überblick. Auf Mount Dewey? Auf Mount Dibbly-Doo. Guck mal, hier ist eine Eisschildkröte. Wer kennt sie nicht? Wo? Ja, da war irgendwo eine Schildkröte halt. Na klar, natürlich. Reptilien leben immer in Minustemperaturen. Das weiß doch jeder. Ist das da hinten nicht das Cockpit? Das sieht doch so aus wie, oder? Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Alligator oder einem Krokodil, der in einem Eisteichsee drin war und der war total zugefroren. Aber hat gelebt, ne? Aber hat gelebt. Hat sich halt komplett runtergekühlt. Voll die Überlebenskünstler. Aber Krokodile sind ja eh die Kings of Survival. Wo war das? Das ist da oben. Ja, da wo ich jetzt hinschaue, ist da nicht ein Cockpit? Da oben rechts? Oder ist das nur so eine Bergkante? Ich sehe da nur Bergkanten, aber wir können ja mal hin. Vielleicht siehst du ja doch was. Schmockpit! What you gonna do? Da schleicht einer rum oder ist weggelaufen. Ja, hier sind die auch sehr träge. Das ist was Geiles, wenn sie noch Bären oder sowas einfügen würden. Grizzlies. Ach so, Bären. Grizzlies. Ja, Bären. Bärenjuden. Der Bärenjude soll ein Golem sein. A Golem. A Monster. Oh mein Gott, wie das synchron ausgesprochen. Gut. Haben wir dazu einen Golem-Song? Mit Jiddly-Diddly? Jiddly-Diddly-Golem. Ich hab ihn angefasst und er war ein Monster. Er wollte in meinen Schritt greifen, doch ich hab ihm gesagt, nein. Einmal ist okay, zweimal ist Vergewaltigung. Okay, das reicht jetzt aber auch. Ey, da, oder? Was ist das da? Da! Cockpit! Oh mein Gott, das ist ja winzig. Das ist ja winzig. Ich hab mir den Cock größer vorgestellt. Guck mal hier, ich jag den Hasen mit dem Flammenwerfer. Alter, der Flammenwerfer ist nicht schnell genug. Burn den Rabbit, ey. Alter, da ist sie, Flare Gun. Und Junge! Und ein Heftchen. TV-Star Wife Dies. Alter, ich bin Star. Bin Star? Yo. Unsere Frau ist tot anscheinend, okay. Meine Frau. Ich wusste nicht, dass wir die teilen. Wir sind Klone. So, jetzt haben wir Leuchtpistole mit 5 Schuss. Jetzt sind wir krass, oder? Toll, neues Outfit gefunden, wird einem direkt kalt. Will etwas zu fressen und etwas zu trinken. Hallo, Küche, hallo. Hallo, was ist da los? Bitte leise. Bitte andere Frequenz bitte nutzen. Halten Sie die Frequenz frei. Ich bestell ein Steak mit kleinen Kroketten. Kleine Krokettchen. Kennst du diese, die wie Kroketten sind, aber nur so kleine Spritzer, wie aus so einem Spritzbeutel gespritzt halt? Naja, so kleine, ja, so kleine Dutzer. Diese Dutzendinger. Die kleinen Dutzels. Die kleinen Kartoffeldutzler. Oh, ja, geil. Da ist wieder so ein Reh. Ich habe ihm voll in den Bobbes geschossen. Eh gar nichts hier, ist so dark. Tja, das liegt an deinen schlechten Settings. Boom! Voll in die Fresse. Oh. Ist auch ein bisschen Reh. 3, 2, 1, go! Da hat aber irgendwie die Mutti gerufen gerade. Können wir die Köpfe klänen? 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 Klonen? 3, 2, 1, Klon! Was? Du hast schon in der Hand, der Kopfmeister. Nein, bei mir hast du irgendwie das Fleisch regelrecht aus meinem Kopf gerissen, weißt du? So. Da war gar keine Animation, nichts mehr da. Das wird einfach nur... Das wird mir regelrecht die Hand gezaubert. Guck mal, Köpfe sind einfach cool. Hier, die haben auch überall Köpfe gemacht. Das ist einfach trendy. Mach das kaputt und nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ich habe einfach die Kultur der Wilden verstanden.
Ich nähere mich. Ja, cool. Jetzt sind die wütend, weil du ein Kulturschänder bist. Ich renne nach Hause. Gott, da ist ein riesiger blauer Typ. Ja, die Folge ist vorbei. Ich gehe jetzt im Bett weinen und schlafen. Ja, warte doch erstmal, bis wir zu Hause sind, Alter. Ich werde hier voll angegriffen. Bist du noch nicht zu Hause? Nein. Hier ein bisschen den Berg runter. Einfach ignorieren, die gehen schon weg. Oh Gott, hier sind überall Tausende. Der eine hat sogar einen Knuppel. Echt? Knuppel? Ja, die haben Knuppel. Irgendwie sind wir in einer sehr feindlichen Region, ne? Irgendwie schon, ja. Das sind Nazis. Kannst halt sagen, was du willst, ne? Die nehmen dich einfach nicht auf. Dass wir nicht irgendwie mal zusammenhalten oder sowas, weißt du? Nee, ja, dass sie sagen, hey, guck mal, ihr habt irgendwie eine coole Kultur so und ja, wir haben coole, ne? Lasst uns mal irgendwie unsere Kulturen zusammen gemeinsam genießen. Ihr sammelt Köpfe, wir sammeln Köpfe, wir können doch tauschen. Ja, eben, wir können doch tauschen. Ja, es ist wie Yu-Gi-Oh! Bloß für Erwachsene. Mit Köpfen. So, Folge ist vorbei. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Bleibt gespannt, ob Kreis überhaupt überlebt. Das weiß man ja auch noch nicht so genau. Ich bin gleich da. So, Alter, die Hütte wird immer verstörender. Ich habe nämlich jetzt irgendwie endlich den Spot gefunden, wie man oben noch baut. Gott, ist das verstörend. Okay, also. Ich bin da. Schnell. Schnell. Jetzt liken. Tschüss. So ein Tschüss.